So please welcome Michelle, for her Bitte begrüßt Michelle für ihren Talk über das urbane Organismus-Hacken in Hongkong. So thank you for coming today, first of all. Dankeschön, dass ihr aufgetaucht seid. Ihr könntet natürlich überall sein, wo ihr wolltet, und seid hier aufgetaucht, also freue ich mich darüber sehr. Dieser Talk wird sich damit beschäftigen, mit dem Terminus Hacken und dem sozialen Kontext von Hacken und Architektur in Hongkong. Aber wieso jetzt Architektur und Organismen? Ich bin Architektin und nach 10 Jahren in der kommerziellen Architektur habe ich meine Fühler ausgestreckt und beschäftige mich jetzt mit technischen und Details mit dem Bauen von Gebäuden. Ich arbeite mit kreativen Medien und unterrichte an der Fakultät für Design und Umwelt an der Universität in Hongkong. So the metropolis I'm speaking of refers to Hong Kong. Die Stadt, über die ich sprechen werde, ist Hongkong. Es ist eine Stadt der Widersprüche. Es ist eine Pastiche aus kolonialen Systemen, chinesischen Traditionen und globalisierter Modernität. Der Slogan der City, Asia's World City, Asien ist Asiens Weltstadt, ist eine Verbindung zwischen China und dem Rest der Welt. Zuvor war es der Handel mit Opium, Tee und Zucker und Textilien. Jetzt geht es mehr um den Financial Sector. Für viele, die Hongkong nur passieren, was oft vorkommt und natürlich offensichtlich für alle Personen, die jemals Asien besuchen, gibt es sehr interessante Faktoren, die es sehr ausrichtsreich machen. Zum Beispiel die enorme Dichte in Hongkong ist immer eine Faszination. Auf der linken Seite sehen wir sehr viele Surveillance-Kameras. Auf der linken Seite. So die aussichtsreichen, das Aussichtsreiche an Hongkong. Es gibt viele chinesische Hersteller. Man muss nur einen Daytrip machen, um viele interessante Hersteller, zum Beispiel MOSFET-Hersteller, zu finden. Und es ist außerdem außerhalb der großen Firewall. Es ist kulturell erreichbar. Ihr fühlt euch jetzt nicht irgendwie alleine, wenn ihr nicht Chinesisch könnt. Ihr werdet noch immer ein bisschen außerhalb der Kultur stehen, aber trotzdem interagieren können. Und das Dritte sind Stimuli. Wie in jeder Metropole ist es so, dass es unendliche Anzahl an Möglichkeiten gibt, was passieren könnte. Ihr könnt alles erreichen, was ihr wollt, solange ihr bereit seid, ein bisschen was dafür zu zahlen, meist auch gar nicht zu viel. Aber darüber werde ich dann später nochmal im Detail reden. Okay, wir haben da anscheinend ein kleines Problem mit den Slides. So in this sociocultural cornucopia, what gives way to these contradictions? Also in diesem soziokulturellen Mischverhältnis zwischen Komplexitäten, zwischen den Kosten von das Wichtigste an jeder postmodernen Stadt ist, wie viel Kontrolle in der Hand von Bürokraten liegt. Urbane Entscheidungs Mechanismen besonders in Hongkong sind eine sehr interessante Zusammensetzung zwischen privaten und öffentlichen Kräften. Oft verwenden wir hier das Label Crony Capitalism. Der Genuss von öffentlichen Räumen ist normal. Parks and even the most mundane section of the pavement
is under the responsibility of an organization. Selbst die einfachsten Dinge wie Parks oder öffentlichen Transport sind unter der Hand von Privaten. Also in dieser Stadt ist es so, dass sich die Leute zurückziehen in ihre Heime und in kollektive Räume. Wir haben Schilder, die sagen, kein Rauchen, kein... Also quasi kein Spaß haben. Der Asphalt auch. Also unsere Bürgersteige sind etwa 1,5 Meter weit. Und direkt danach kommen die Gebäude, weil alle 100% von ihrem Grundstück ausnutzen wollen. So that is actually their section of the pavement, not yours, but it's theirs. Also was da ist, ist quasi ihr Teil des Grundstücks, des Bürgersteigs, nicht euers. We've also been offsetting the responsibility of monitoring these machines to large-scale institutions. Wir haben auch die Aufgabe der Kontrolle an Maschinen weitergegeben. Very few pay mind of what part of us it amputates. A quote from Gary Tobes. Ein Zitat von Gary Tobes, in dem er über Zucker schreibt. Das ist eine Substanz, die Genuss erzeugt mit einem Preis, der schwer sofort zu erkennen ist und erst in Jahren oder Jahrzehnten später voll bezahlt wird. Das ist von The Case Against Sugar von 2016. Und wenn wir jetzt uns überlegen, dass Städte mehr in den virtuellen Bereich sich begeben, dann begeben wir uns in eine Welt, die von algorithmischer Konformität in Fesseln gelegt wird. Zum Beispiel, indem selbstfahrende Autos auf einer massiven Skala implementiert werden. Und innerhalb dieser Netzwerke von organisierter Komplexität sind wir voneinander abgeschnitten. Für tausende von Jahren hatte unser genetisches Programmieren, unser genetisches Programm uns in Stämmen leben. Und obwohl die Welt immer kleiner zu werden scheint, mit Dampfmaschinen und Flugzeugen, wird der Raum zwischen uns immer größer. Okay, hoffentlich habe ich jetzt euch vorbereitet für diese sehr dystopischen Ausführungen von mir. Also irgendein Level an Uniformität wird immer da sein. Es ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn wir immer noch diese Kooperation irgendwie übersetzen können. Bevor wir anfangen können zu verstehen, was unsere Ähnlichkeiten sind, müssten wir, bevor wir finden, was diese Cracks sind, die uns trennen, dann müssen wir herausfinden, was unsere Qualitäten sind. Wir haben alle Qualitäten, wie kleine Kinder sind wir schon aufgewachsen und haben herumgespielt mit Buttons und Switches und haben ein inhärentes Interesse daran, mit unserer Umgebung umzugehen. Also unsere Möglichkeit, zusammenzuarbeiten, in diesen riesigen Nummern, wir alle auf dieser Welt, wir sind ja hier bei diesem unglaublichen Event und wir haben da immer eine Balance zwischen der Umgebung und dem Kreierten. Da sieht man auch irgendwie diese Metapher bei Städten und Hackerspaces, die ähnlich sind wie Termiten oder Ameisen oder sonst irgendwelche Tiere. Sie sind experimentell, es gibt eine harmonische Zusammensetzung von Selbstorganisation. Wieder ein paar technische Probleme. Wir zeigen, das ist sehr schwer zu verpassen. Es ist eine Herde von Termiten, die einerseits einen Zweig zerstören, aber auf derselben Ebene ihn auch bauen.
Es ist ein kooperatives, aber primitives Verhalten. Das ist einer der Aspekte, der mich bei Hackerspaces anzieht. Es ist dieses größere Konzept von kollektiver Zusammenarbeit. Und es gibt einen großen, massiven Faktor, nämlich die Hackerinnengesellschaft. So, Dim Sum Labs. Hier haben wir Dim Sums Labs. Das ist Hongkongs erster und einziger Hackerspace. Es hat begonnen mit ein paar Leuten, die zusammengekommen sind, um ein paar geekige Sachen zu besprechen. Aber seit 2011 gibt es auch einen Space. Es ist ein Gebäude nahe dem Center. Es ist sehr praktisch, dorthin zu kommen, aber es bedeutet auch, dass es sehr dicht dort ist und es nicht so viel Platz gibt. Dim Sum ist ein bisschen ein lustiger Name. Es bedeutet, berühre dein Herz. Aber oft bedeutet es auch eine bestimmte Speise in Hongkong. Wie viele kleine Dinge, die, an denen man ein bisschen essen kann und essen. Ja, es ist sehr, sehr süß. Oh nein, ich habe ein weiteres Bild verloren. Das ist so, dieser Termitenhügel ist das Bild von Dim Sum für mich. Oh nein, okay. Wie ich vorher besprochen habe, die Nähe zu China, sowie die Kontakte zum Geld, es verändert die Kultur oder es formt die Kultur in unserem Space. Unser Lasercutter kostet zum Beispiel 500 Euro. Und das restliche Geld geht dann für die Miete drauf. Diese verändernde Atmosphäre beschäftigt sich auch damit, dass Menschen jetzt eben mehr herumreisen und Hobbys haben und ihren Lifestyle verändern. Und in Hongkong, wie überall anders, außer vielleicht in Deutschland, hat Hacking ja auch eine andere Konnotation. Es geht darum, dass es darum geht, auf intellektuelle Arten und Weisen mit Objekten, Systemen, Protokollen umzugehen. Aber oft wird das halt nicht so gesehen von anderen Menschen. Und jetzt weg mit euch Termiten. Okay, und deswegen gibt es das Buch The Field Guide to Hacking. Es ist ein Händeschütteln für die größere Community. Wie können wir anderen Leuten dabei helfen zu hacken und wie können wir ihnen zeigen, wie das geht? Das Buch ist eine Sammlung von Projekten, Essays und anderen Dingen, Aktivitäten aus dieser nebulösen Community und ist eingeteilt in 6 Kapitel. Es gibt ein Vorwort von Mitch Altman. Falls irgendwer nicht weiß, wer das ist, er organisiert jährlich einen Hacker-Trip nach China und ist auch hier zum Beispiel bei der Hardware-Hacking-Area zu treffen. Hier zum Beispiel ist ein Projekt, ein Button, den man selbst irgendwie zusammenlöten kann mit allen Komponenten und der beibringt, wie das geht. Andere Projekte sind vielleicht ein bisschen funktionaler. Das hier ist ein Kilowatt-Zähler, der auch in dem Space verwendet wird, wo der Verbrauch von Elektrizität gemessen wird. Zum Beispiel, wenn jemand die Air Condition aufgedreht lassen hat. Dann gibt es hier auch noch ein anderes Projekt von Naomi Sexy Cyborg Wu. Sie ist auch auf Twitter sehr aktiv. Und andere Projekte sind mehr
kommen aus einer besseren Kunstperspektive. Hier zum Beispiel ist der Platz einfach freigelassen. Meines ist jetzt nicht sehr erklärend, aber ich zeige euch, wie man so ein Ding hackt. Und da gibt es dann auch halt Essays, und um nicht nur die Projekte irgendwie zu erklären, sondern auch zu erklären, was es dann noch alles gibt, was nicht mit dem physischen Raum zu tun hat. Da geht es auch um Kapitalismus zum Beispiel. Hier geht es in diesem Essay um Hacktivism, also der Autor schreibt etwas über die Universität und über die Verbindung von Kunst und Hacken in Hongkong. Dann gibt es auch noch hier ein Essay zu einem DNA-Projekt mit dem Ziel, zwischen der lokalen Geschichte durch BürgerInnenwissenschaft interagieren zu können. Sarah Fox schreibt über Kultur und Technologie aus einem feministischen Kontext. Louis Felipe Murillo schreibt aus einer anthropologischen Perspektive über das Hacking. Und ja, ich hoffe, dass ich das Buch jetzt halbwegs erklärt habe und da jetzt klar ist, es gibt schon einige Probleme auch in dem Zoom Lab Hackerspace, und es ist nicht so leicht, wenn man am anderen Ende des Planeten sitzt, aber es gibt so ein paar Fragen, die mir immer gestellt werden: Wo gibt es das Buch? Da auf der Website tfgth.com. Gibt es auch noch irgendwie eine andere Version? Noch kurz über das Buch. Das Buch wird von mir selbst verlegt. Also, falls ihr mehr Content-Ideen habt, dann meldet euch einfach bei mir. Und wir können da gerne weiter plaudern. Okay, das ist jetzt nicht wirklich eine Zusammenfassung, aber lass mal einfach davon ausgehen, dass es ist. Hongkong ist jetzt Teil von so einem geopolitischen Experiment geworden, wo wir so an der Kante zwischen Öffentlichkeit und Offenheit und unserer Osmose mit Shenzhen leben. Eine Stadt, die quasi unter Chinas Regeln und Regulationen lebt. In Hongkong ist die Art von Reisenden, also sind die Reisenden oft fasziniert mit der Stadt. Das ist diese Art von magischem Wunder oder dieses Gefühl von Wunder, wenn man 800 Meter langen Rolltreppe in der Mitte der Stadt fährt. Und es ist auf der einen Seite wirklich bewundernswert, diese riesigen Strukturen, die wir gebaut haben mit unseren kleinen Händen. Aber auf der anderen Seite geben wir damit halt auch irgendwie unser eigenes Gebiet ab. Wir sind mit Schuld an unserem eigenen Untergang. That's it. Ja, das war's. Thank you very much, Michelle. We now have time for Q&As, and I can see that we already have. So, wir haben da jetzt Zeit für Fragen, auch aus dem Internet. Aber hier im Raum gibt es eine Frage. Hallo, danke für den Talk. Was würdest du sagen zu einem Europäer, der in Hongkong leben will? Wie kriege ich ein Visum und so weiter und so fort? Ich überlege gerade, wie ich das sage. Also, zum einen könntest du einfach nur kommen, es gibt genug Europäer da. Zum anderen, also die einfachste Möglichkeit, an ein eigenes Visum zu kommen, ist einfach eine Firma in Hongkong zu starten, und dann kann man sich einfach selber einstellen und dadurch ein Visum bekommen.
speaking of internet, do we have any questions from the internet signal angels? There are no nods, no. So, there are still 2 microphones and we have time for questions. Also wir haben genügend Zeit für Fragen, also meldet euch einfach. Da gibt es noch eine, das ist weniger eine Frage, als ein Hinweis auf ein Projekt namens No Starch Press. Ich habe mir das angeschaut. Ich habe jetzt noch nicht so weit gelesen, aber wie ich gesagt habe, ich mache alles selbst. Aber wenn du einen Kontakt kennst. Okay. Wo siehst du die Unterschiede zwischen der Hacking-Kultur in Hongkong und in Europa? Das Fundamentelle am Hacking ist nicht unterschiedlich. Wir sind alle Menschen, die versuchen, Sachen zu explorieren und die Sachen neben uns zu verstehen. Aber der große Unterschied ist, womit wir unsere Zeit verbringen. Wir leben in einer sehr kommerziellen City, die sehr dominiert ist von der Finanzideologie oder was auch immer. Und das bedeutet, deine Zeit wird Geld. Und ich habe das Gefühl, dass Leute nicht so viel Zeit mit dem Hacken zu verbringen, weil sie auch andere Sachen machen müssen, wegen diesem Druck. Hallo, noch eine Frage. Wenn ich nach einer Alternative suchen würde, wie zum Chaos Computer Kongress, wie zum Beispiel hier, wo würde ich danach suchen, in China oder in Asien? Also wenn ich nach einem Hacker-Event in Asien suchen würde, wohin gehe ich da? In welche Stadt, zu welchem Event? Wir haben das nicht wirklich in Asien. Es gibt ein paar in Singapur und ich denke auch in Tokio. Die Mega-Fair ist groß und gut. Aber wir haben das nicht so viel. Wir haben nicht so viel dieser Community, weil Hacking ein sehr westliches Konzept ist und die Art und Weise Asien, wenn du China und alles inkludierst, dann ist Hacking nicht wirklich Hacking. Wenn du verstehst, wie Chinesinnen und Chinesen Dinge tun. Das machst du in China sowieso, weil das musst du tun, damit die Dinge funktionieren. Der Begriff ist viel weiter und es gibt nicht denselben. Die Shenzhen Maker Faire ist auch sehr cool. Hier gibt es ja einen Konsensus, dass das ziemlich cool ist, aber wie macht ihr das, um eben aus der Hacker-Community hinauszugehen? Wie geht ihr zu Universitäten zum Beispiel? Du meinst die Community außerhalb zu inkludieren? Also nicht Developer, nicht Studenten, nicht KünstlerInnen. Wie findet ihr die? Also ich hoffe, dass das Buch genau das macht, weil ich es durch eine Nicht-Profit-Architektur-Design und ich hoffe, dass es so ein unterschiedliches Netzwerk erreicht. Leider, viele Architektinnen, die in Bildung arbeiten, für die ist Hacken ist eine gewisse Gegenkultur und die jetzt halt cool ist. Und da muss ich noch Barrieren einbrechen. Ich will nicht nur diese alternative Version einer was auch immer sein. Ich möchte, dass das mehr eine Art des Denkens und eine Art des Lebens ist. Hallo from a fellow Hong Kong citizen. Hallo auch von einer Hongkongerin. Ich frage mich nur, was der Hackerspace in Hongkong so politisch macht. Gibt es da irgendwas? Weil er zeigt ja die Bilder zum Beispiel von der Umbrella Revolution. Gibt es irgendwelche Beispiele? Wenn du,
meinst du politisch wie gegen China und gegen Hongkong? Wollen wir nicht so viel sagen, weil unsere direkten Mitglieder sind nicht sehr laut. Wenn du denkst, politisch wie Open Source, dann gibt es Leute, die das machen, ja. Es ist eine sehr vage Antwort, ich weiß. Und Bildungsprogramme, ich lese ja viele Nachrichten aus Hongkong. Ich glaube nicht, dass Hacking da irgendwie etwas Marginalisiertes ist. Viele reiche Eltern wollen ja, dass ihre Kinder irgendwie hacken, programmieren lernen. Ich stimme zu, dass das Hacking oder dass dieses ganze Programmieren jetzt sehr groß ist und es gibt Kids Camps und alles Mögliche. Aber ich denke, nur weil du diese Kinder das Coding beibringst, gibt es noch immer dieses geschlossene Mindset. Aber dann geht es darum, den Kindern beizubringen, für was kann ich zum Beispiel diesen Programming Kit verwenden, wenn ich alles mischen möchte. Es ist mehr about Wiederholen und weniger über kritisches Denken. Und die Idee ist, die Kinder und alle mehr in die Richtung Hacking zu pushen. Ich versuche das mit meinen Schülerinnen, aber ich kann auch nur so viel machen. Also wir haben noch genügend Zeit für Fragen, seid nicht schüchtern. Und da kann noch viel Dialog beginnen, also kommt einfach zu den Mikrofonen oder fragt Questionen im Internet. Ich glaube, du hast ja was mitgebracht, oder? Magst du uns das auch zeigen? Oh, das war einfach, weil ich habe ein paar Sachen gebracht. Also hier ist das Buch, hier sehen wir das. Es gibt zwei Kupferteile hier im Frontcover. Und da ist die Idee ist, dass ein PCB darin eingebettet ist. Wenn du eine Linie zeichnest mit einem Bleistift, dann wird es die Frequenz des Tons ändern, der hinten rauskommt. Diese Version wurde ja in eine volle Version transformiert. Ich werde jetzt damit spielen und könnt ihr schauen, wie das funktioniert. Und das wurde gemacht, weil ja. Was spiele ich damit? Das ist Volumen, Lautstärke. Das können wir dann die Amplitude ändern. And then the rate. Und dann die Weite. And then we have switches that can change it from Und es gibt Knöpfe, die es zu einer Stufenfunktion machen. Yeah, that's kind of it. Das ist es. Thank you very much, Michelle. And I think we should give Danke Michelle vielmals und nochmal eine Runde Applaus für diese grandiose